Schaut mal, ihr Lieben, was ich hier gefunden habe. Das ist Nelkenwurz. Auch Benediktinerkraut genannt. Es hat nachher ganz hübsche gelbe Blüten. Und ja, also unsere Vorfahren nutzten eben unsere heimischen Arten. In dem Fall die Wurzel. Aber erst im Herbst hin, weil man zieht sich dann in seine Wurzeln zurück. Und so haben es auch unsere Vorfahren gemacht. Die haben sich an ihre Stuben zurückgezogen und ihre Vorräte angelegt. Und es wurde damals gegen Zahnschmerzen benutzt, tatsächlich. Ich war einmal in einem Wald mit einer Führung und da ist mir aufgefallen, dass da unwahrscheinlich viel Nelkenwurz wuchs. Und bei meiner Recherche fand ich dann heraus, dass dort tatsächlich im Ersten Weltkrieg ein Lazarett für die Soldaten war, die Zahnschmerzen hatten. Genau. Ja, es hilft auch unseren heimischen Arten, wie gesagt. Also nichts Eingeführtes, schützt sie vor Krankheiten. Alles, was wir kultiviert haben, entsprang immer einer Wildform. Und da fingen auch die Krankheiten an, auch der unserer Arten und das Artensterben. Deshalb sollten wir wieder zurück und unsere heimischen Pflanzen, Sträucher und Bäume, wieder zu dem zurückfinden und den Kreislauf der Natur nicht weiter zerstören. Weiteres habe ich dann auf meinem Blog wie immer beschrieben zu dem Kraut, wen es interessiert. Und ja, dann sage ich mal bis bald. Tschüss!